Ja, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, heute zeige ich euch einmal, wie man das Enderportal in der Minecraft-Welt findet. Weil ich habe ja ein Video gemacht, wie man das Enderportal baut, im Creative Mode oder mit Too Many Items. Aber dann kam auch in den Kommentaren ein paar Fragen wegen dem Enderportal in der echten Welt finden, im Survival Mode, weil man den Ender Dragon auch besiegen will und bla bla bla. Und das werde ich euch heute einfach mal zeigen und wie es einfach geht, also das Portal zu finden und diese Festung und bla bla bla. Ich werde es euch gleich erklären. Ich bin ja nur im Startbildschirm, dass ihr nicht seht, dass ich hier irgendeine gefälschte Map habe. Ich habe hier jetzt keine Welt, wo gleich das Enderportal daneben ist, sondern das suchen wir jetzt mal in einer echten Map. Ja, Map. Ja. Ja, genau. Und ja, dazu generieren wir uns jetzt mal eine neue Welt. Du, Cheats an. Stelle ich immer an, ist doch Wurst. Okay, in der Portal. Finden. Okay, neue Welt erstellen. So, es wird die Welt generiert und dann können wir gleich mal lossuchen. Ja, so, jetzt haben wir eine schöne Map mal generiert. Ja, gut. So. Okay, dann suchen wir uns hier mal ein Plätzchen. Okay, natürlich habe ich auch Too Many Items installiert. Oh mein Gott, der Sound ist viel zu laut. Dann stellen wir erstmal ein bisschen hinunter. So, als erstes machen wir uns hier mal ein kleines Feld frei und so. Hühnchen, verpisst euch. Ja, warum habe ich auf Tiny? Ich habe keine Ahnung. Und warum nehme ich mit 60 FPS auf? Ich habe keine Ahnung. So, ja, jetzt läuft's. Okay. Das ist gut. Hühnchen, verpiss dich. Danke. Ja, okay. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen. Wie oh mein Gott. Wie wir es finden. Also, als allererstes müsst ihr euch mal Enderperlen besorgen. Die bekommt ihr von Endermänner. Wartet. Falls wer nicht weiß, wie man was Endermänner sind. Das sind Endermänner. Wenn wir sie töten. Oh, die teleportieren sich jetzt ein bisschen weg. Dazu machen wir jetzt mal Nacht. Und so. Den töten wir mal. Ja, und jetzt sehen wir mal, jetzt hat er eine Enderperle gedroppt. Können wir auch hier lesen, hat die ID 368. Gut, von denen brauchen wir jetzt eigentlich einige. Das können wir auch wieder mal auf Tag stellen. Ja, weil wenn wir jetzt. Achso, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Aber wir brauchen nicht die Enderperlen. Also. Weil die haben nur den Effekt, wenn wir auf Rechtsklick drücken. Können wir aber auch nur im Survival-Mode machen. Wir können sie wegschießen. Und wir teleportieren uns dann dorthin, wo die Enderperle sich. Ja, wo sie aufkommt. Das wollen wir aber nicht, denn wir wollen das Enderportal finden. Und uns nicht hier blöd umher teleportieren. Ja, genau. Und dazu werden wir uns jetzt mal Enderperlen holen. Nehmen wir uns mal 16 und dann brauchen wir den Lohenstaub. Den haben wir hier. Okay, die Lohnrute und den Lohnstaub. Also eigentlich braucht ihr die Lohnrute, weil jetzt holen wir uns mal eine Lohe. Ich werde hier nur alles mal kurz und knapp erklären. Das hier ist eine Lohe, macht grässliche Geräusche, ist scheiße. Wenn man es schlägt, schießt es mit Feuerbällen auf dich, aber auch nur dreimal. Und das Hühnchen ist gerade getötet worden von ihm. Wasser kann es auch töten. Und man findet diese Dinger nur in der Hölle, in Netherfestungen. Da gibt es Spawner. Und wenn wir die jetzt mal töten, dann haben wir eigentlich nur eine geringe Chance. Also nicht nur gering, sondern eine Chance von 50% oder so, habe keine Ahnung, dass sie diese Lohnroute droppen. Ja, auf jeden Fall, ihr braucht nur. Ja, wie soll ich sagen, 5 Lohnrouten, weil ihr braucht ungefähr, also das holen wir uns schnell hier, Enderaugen. Diese Dinger brauchen wir, um das Enderportal zu finden, um es zu aktivieren. Ja, wenn wir es rechtsklick machen, fliegt es in diese Richtung, weil sich das Enderportal in dieser Richtung befindet. Ja, und dann fällt es hinunter. Aber wenn man dieses Teil zu oft wegschießt, kann es sein, dass es zerbricht. Es könnte sogar schon zerbrechen, wenn ihr es einmal wegschießt. Da fliegt es in die Luft und dann, puff, dann ist es einfach weg.
Und dann müsst ihr mit dem nächsten weitermachen. Aber keine Sorge, es fliegt sowieso nur in diese eine Richtung, wo auch die andere Enderperle geflogen ist. Ja, und wie man diese Enderaugen jetzt bekommt. So, Crafting. Oder? Nee, Werkbank. Ist ja Deutsch. Mein Gott. Nee. Ja, genau. Hätte ich jetzt anders auch machen können. Aber wenn wir die Lohnroute in die Crafting Box legen, bekommen wir 2 Lohnstaub. Damit können wir uns schon mal 2 Enderaugen machen, weil man braucht für ein Enderauge nur jeweils eine Enderperle und einen Lohnstaub. Und ihr könnt diese Dinger irgendwie in die Crafting Box legen. Es kommt sowieso immer nur ein Enderauge hier raus. Ja, so viel zu versprochen. Oh mein Gott, na, ist doch egal. Das können wir jetzt mal wieder alles wegtun, weil das brauchen wir nicht. Naja, das vielleicht. So, holen wir uns mal Enderaugen. Ist einige davon brauchen, ist doch egal. Und eine Taktik wäre, also nehmt euch einfach sehr, sehr viele Blöcke mit von Erde oder Cobblestone, ist doch auch egal. Ihr braucht einfach nur sehr viele von denen. Und davon nehmen wir uns jetzt mal ein paar Stacks mit. Aus dem Grund, weil wir wahrscheinlich auch übers Meer geführt werden können, weil das kann sich auch unter dem Meer befinden und so. Und ja, und dass ihr euch da rüber bauen könnt und nicht die ganze Zeit schwimmen müsst, weil ja, ihr müsst später dann auch noch die Enderperlen wieder finden, weil die fallen ja dann auch wieder von dem Himmel hinunter und bla bla bla. Ich hoffe, ich spreche euch nicht zu schnell, dass ihr alles versteht. Sonst spult ihr einfach das Video nochmal zurück und hört euch nochmal an, was ich hier labere. Naja, so, dann holen wir uns nochmal ein paar Tränke. Wo haben wir? Trank der Schnelligkeit brauchen wir, ja. So. Ach so, da können wir ja nur einen nehmen. Okay, das ist scheiße. Naja, ist doch egal. Ja, und wenn wir das Enderportal finden, das werdet ihr später dann auch noch sehen in dieser Festung. Da werde ich, die Festung werde ich auch noch erklären, was man hier alles finden kann und bla bla bla. Und das Enderportal, falls ihr gleich ins End hüpfen wollt und den Ender Dragon besiegen wollt. Gelku. Nehmt euch ein paar Enderaugen mehr mit, weil das Enderportal ist noch nicht aktiviert dort. Und da müsst ihr einfach nur diese Enderaugen einsetzen und dann habt ihr es auch aktiviert. So, nachdem es in diese Richtung geflogen ist, gehen wir jetzt auch mal in diese Richtung. So, seht ihr? Jetzt ist es zum Beispiel explodiert. Ja, explodiert. Naja. So, jetzt gehen wir mal ein langes Stück in diese Richtung, wo es geflogen ist. Du. Ach ja, ich könnte. Danke. So. Ach ja, wir sind ja im Game Mode. Das ist toll. Ja, aber ich werde jetzt nicht fliegen, weil das einfach unprofessionell ist. Keine Ahnung wieso. Ich sag's. Mein Gott, ich bin geflogen. Ich gehöre getötet. Oh mein Gott. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal. Ja, schon ein Weilchen in diese Richtung. Und dann gucken wir nochmal, wo die Enderperlen. Mein Gott. Und jetzt. Ich wollte genau hier vorbeifliegen. Also springen und ich. Fuck. Nein, ist doch Wurst. Ja. Wie ihr jetzt seht, hier kommen wir schon zum Meer. Hühnchen. Und ja. Jetzt checken wir nochmal, wo wo das Enderauge hinfliegt. Wir müssen immer noch in diese Richtung gehen. Und da, wir haben es wieder. Gut. Jetzt fliegen wir mal aber kurz über diesen See. Weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es hier gleich unter diesem See ist. Könnte sein, aber ich denke nicht. So, jetzt. Laufen wir in dieser Minecraft-Welt herum. Nach den Aussagen von meinen Freunden gibt es anscheinend in jeder Minecraft-Welt nur 3 Festungen. Also Festungen in dieser Welt, wo man das Enderportal finden kann. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach so. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder so. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben, ob es stimmt oder nicht stimmt. Das ist mir auch egal. Aber ich habe es nur mal gesagt. Gut, wir laufen immer noch in die richtige Richtung. Oh, jetzt kommen wir in die Tundra, oder? Ist das die Tundra? Ich habe keine Ahnung. Ich bin viel zu blöd. Oh mein Gott. Ich labere hier auch nur Scheiße, aber ist halt so, ich bin der Hofi und ich kann es halt machen, weil ich es kann. So,
Gut. Ja, das ist die Tundra. Gut. Ja, sieht ganz schön lässig hier aus. Okay. Nochmal nachsehen. Oh, anscheinend müsste es hier schon sein. Okay, das heißt, wir müssen es noch ein bisschen zurück. Gehen wir mal hier entlang. Ein bisschen. Es kann jetzt nicht mehr so weit weg sein. Ja. Also, ihr solltet euch mindestens. Achso. Mindestens 10 Enderperlen mit. Enderaugen mitnehmen. Weil die doch sehr leicht kaputt gehen. Weil ihr sie ja auch beim. Ah. Okay, das müsste ungefähr unter uns jetzt sein. Wartet. Jo. Oder? Ja, wenn ihr es hier jetzt so seht, dass es in den Boden hineinfliegt, heißt das, es ist unter uns. Können wir auch noch ein paar Mal machen. Ihr seht, es fliegt immer in den Boden hinein. Und jetzt graben wir uns mal hier ein bisschen hinunter. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe es meistens ist. Ihr müsst euch einfach nur so weit hinuntergraben, bis ihr irgendwann mal Steinziegel seht. Ah, habt ihr das gehört? Das waren gerade Silberfische. Dieses Tz-Tz oder was das auch immer ist, das ist mir doch egal. Ja. So, und wir haben die Festung gefunden. Ja, sieht schön aus. Ich habe Angst. Naja. Oh, wir haben es auch gleich gefunden, wie geil. Ja, hier ist das Enderportal und aus irgendeinem Grund ist immer vor dem Enderportal ein. Ja, Silberfisch-Spawner. Keine Ahnung wieso. Verstecken sich auch hier überall. Ja, bevor wir hier zu dem Enderportal kommen, erkläre ich euch heute das auch noch. Also diese ganzen. Oh mein Gott. Diese ganze Festung hier. Ja, in dieser Festung kann man auch sehr viele Truhen finden. Und jetzt habe ich das hier auch schon gefunden. Ja, ihr findet hier eine riesige Bibliothek mit lauter Bücherregalen. Und hier sind auch überall Truhen. Also. Haben wir hier eine, da hinten zum Beispiel. Hier sind meistens Karten oder Bücher oder Seiten drinnen. Ja, Papier. Genau. Ja, das hier ist extrem gut, falls ihr euch einen Zaubertisch macht. Da braucht ihr euch gar nicht mehr dieses Bambus-Scheiße anpflanzen. Hier habt ihr ausgesorgt, wenn ihr das, also diese Festung findet. Oh ja. Ja, dieses. Also diese Festung besteht hauptsächlich aus gemeißelten Steinziegeln, Steinziegel, Silberfisch-Steinziegeln und bemooste Steinziegeln, oder? Ich denke schon. Und ja, Stone Slabs und hier sind auch überall Eisentüren und Eisengittern. Ja. Und hier könnt ihr auch manchmal diese Truhen finden. Das sind ist einfach irgendwelches Zeug drinnen. Das könnt ihr auch manchmal sein, wenn ihr Glück habt. Dass auch, wie soll ich sagen? Ach ja, Diamanten darin sind. Fackeln sind hier auch, aber die sind hier ein bisschen verspackt. Ja, das kann ich jetzt, ist doch Wurst. Ja, es ist halt einfach gemacht wie ein Gefängnis oder so. Ja, genau. Ungefähr wie ein Gefängnis. Ja, das war's jetzt eigentlich mit dieser Festung, also diese Erklärung von der Festung. Ich kann euch noch mal ein Silberfischchen zeigen. Und was passiert, wenn ihr sie angreift? Silberfisch, ja. Das ist ein Silberfisch, ein kleiner Wurm. Und das habt ihr gesehen, es ist er weg, weil er sich in diesem Block hier versteckt hat. Und du gehst mir auf die Eier. Danke. Er verliert Gehirne, wie geil. Ja, jetzt holen wir uns hier mal eine Pickaxe und gehen in den Survival-Modus. Jetzt bauen wir hier mal ab und wir sehen, er ist herausgekommen. Also sie werden sehr aggressiv, diese Silberfische, wenn man ihre Blöcke zerstört. Und man erkennt Silberfischblöcke. Nerv mich jetzt bitte nicht. Danke. An dem, dass man sie länger als normale Steinziegel abbaut. Oh mein Gott. Alter. Fuck, schreck mich. Okay. Wie soll ich sagen? Ich kann es euch ja sowieso mal zeigen. Und wie viele Viecher sind hier denn? Oh mein Gott! So, gut.
Ja, ich erkläre hier mal einfach alles genau. Hoffe ich, dass auch einsichtlich ist, wie das hier alles abläuft. Ja, Silberfischsteinziegel und mein Gott, diese Typen sind so nervig. Und normale Steinziegel. Okay, hier stellen wir mal den Silberfischsteinziegel her und den normalen Steinziegel. So, jetzt bauen wir mal den Steinziegel ab. Der geht richtig schnell und hier. Ja, da geht's schon ein bisschen schwerer. Oh mein Gott. Danke. Ja, aber das wäre. Ach ja, genau. Das war ja auch noch. Oh mein Gott. Ja, wenn ihr auf jeden Fall einen dieser Blöcke zerstört, springen aus der ganzen Wand oder. Naja. Einfach, wo sich diese Silberfische eingenistet haben. Silberfische und greifen nicht an. Also, die können. Die machen nur ein halbes Herz Schaden. Aber dennoch, wenn sie in den Schwarm auftreten, seid ihr zu ziemlich am Arsch. Nur kurz gesagt, wo haben wir jetzt einen Silberfischstein? Nein, das hier ist einer. Wenn ich jetzt einen schlag, wird keiner hier rauskommen. Das ist ja auch einer. Komm schon. Ach ja. Irgendwo hat es den Block zerstört. Nee. Okay. Machen wir nochmal. Ja, einfach nur in dem Umkreis, wo da. Wo diese. Ach ja, hier ist auch ein Silberfisch ausgebrochen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist denn das? Warum kommt er? What the fuck? Ich muss hier weg. Sonst stirb ich noch. Und das möchte ich jetzt unbedingt nicht mehr suchen. Weil mich diese Viecher so ziemlich am Arsch gehen. Okay, die kann ich töten. Und der andere ist irgendwo. So, jetzt befassen wir uns. Das können wir zerstören, das brauchen wir überhaupt nicht. So, hier haben wir das Enderportal, auch schon in dem anderen Video vorgezeigt. Ach ja, das Enderportal-Video. Also, wo ich das Enderportal gebaut habe, wie man es baut und so. Das habe ich sehr, sehr früh gemacht. Das war ungefähr vor einem Jahr oder so. Naja, das war eines meiner ersten Videos. Und das hat mich auch auf YouTube sehr weitergebracht, wollte ich nur noch sagen. Und ich habe hier dieses Video gemacht und. Nur um zu zeigen, also um das Enderportal ein bisschen auszuschmücken, weil ich finde, dass das eine geile Idee war von Minecraft, so ein Enderportal zu bauen und ein End einzuführen. Das ist richtig geil. Ja, wir sehen, hier ist schon mal eins eingesetzt worden. Also das ist einfach irgendwie, es können auch drei, vier eingesetzt sein. Ist egal. Und ja, wenn wir das hier jetzt einsetzen, müsste es normalerweise. Oh mein Gott. Sich öffnen. Ja, genau. Und auch weil sehr viele Leute unter dem, also das Video kommentiert haben, wisst schon, dass Enderportal bauen, dass es bei ihnen nicht funktioniert. Keine Ahnung wieso. Bei mir funktioniert es ja auch. Was mache ich falsch? Oder was macht ihr falsch auf jeden Fall? Weil, oh mein Gott, nee. Warum bin ich hier hineingegangen? Ich will nicht. Ja, wie soll ich sagen? Ja, ich habe keine Ahnung, wieso es bei euch nicht funktioniert. Ihr habt einfach ein verbuggtes Minecraft oder so. Oder ihr seid einfach zu blöd. Sorry, dass ich das sage, aber es stimmt. Ich habe es euch vorgezeigt in dem Minecraft-Video. Ich habe es genauso gemacht, wie es auch so gebaut worden ist bei der. Also bei dem Enderportal, das man auch im Survival-Modus findet. Es ist genauso aufgebaut. Und bei vielen hat es auch funktioniert. Das freut mich sehr. Und ja, ich bedanke mich auch, dass ihr dieses Video auch angeklickt habt und euch angesehen habt. Und dass es euch bei euch funktioniert hat. Und bla bla bla. Warum bin ich jetzt in Survival gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war es jetzt grundsätzlich, wie man, wie man ein Enderportal in der Minecraft-Welt findet. Also wir haben jetzt gerade die Minecraft 1.5.2. Das könnt ihr euch hier nochmal ansehen. Ja, seht, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht zeigen. Auf jeden Fall links in der Ecke steht Minecraft 1.5.2. Hoffe, es ist für alle einsichtig. Wenn die Minecraft-Version höher ist, wird es wahrscheinlich auch keinen Unterschied geben, wie man dieses Enderportal baut. Das Enderportal bauen Video habe ich natürlich, also habe ich in der 1.2.5 Version gebaut. Da war es auch noch ein bisschen verbuggt, so.
dass man, wenn man die Enderaugen einsetzt, dass man die richtig, also von der richtigen Perspektive einsetzen muss, dass es funktioniert. Und wenn man es halt falsch einsetzt, hat man es verkackt, weil man ja diese Endportalrahmen nicht abbauen kann, was ich scheiße finde. Naja, dieser Bug wurde wahrscheinlich gefixt, weil es bei mir immer funktioniert, wenn ich dieses Portal baue. Und ich hoffe, es wird bei euch demnächst auch immer funktionieren. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen von diesem Video. Und ich sag bis zum nächsten Mal.